Massimo Bottura ist ein Sternekoch auf einer Mission. Der 53-Jährige leitet die Osteria Francescana in Modena, laut Michelin eines der besten Restaurants der Welt. Dort kostet der Aal mit Polenta und Apfelgelee 220 Euro. Hier in Rio de Janeiro kocht Bottura während der Olympischen Sommerspiele mit überschüssigen Lebensmitteln aus dem olympischen Dorf und serviert sein Essen kostenlos an sozial Bedürftige. Dieses Restaurant ist ein Refektorio. Das Wort kommt von dem lateinischen Reficere. Sich kräftigen, wiederherstellen. Leute, die Wärme brauchen, können hierher kommen. In diesem Restaurant gibt es Nahrung für die Seele. Wir servieren immer warme Suppe, denn mit warmer Suppe wärmt man die Seele. Das Restaurant im Szeneviertel Lapa wird durch Spenden von Unternehmen finanziert. Das Team von Spitzenköchen aus aller Welt, angeführt von Bottura, engagiert sich freiwillig. Wir bieten Mahlzeiten mit Würde für die, die nicht die Möglichkeit haben, eine nahrhafte Mahlzeit am Tag zu essen. Die Köche werden nicht bezahlt. Sie haben ihre Flüge alle selbst bezahlt, um nach Brasilien zu kommen, um für die Obdachlosen im Viertel zu kochen, für sozial ausgegrenzte Lesben und Schwule und andere Menschen sexueller Minderheiten, Jugendliche von der Straße. Deshalb arbeiten wir mit Vereinen hier zusammen. Nach den Olympischen Spielen wird das Restaurant umfunktioniert. Dann dürfen hier auch zahlende Gäste essen und damit eine Mahlzeit für Bedürftige finanzieren.